Mein Name ist Horst Reimann. Ich bin der Landesgroßmeister der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Freunde, ich heiße Sie herzlich willkommen hier in unserem Ordenshaus in Berlin-Dahlem zum Salon des Ordensmeisters mit dem Thema China, Aufklärung und ihr Gegenteil mittels Digitalisierung, Seidenstraße und Kulturwandel, das Verständnis Chinas von persönlicher Freiheit. Besonders möchte ich begrüßen Ihre Exzellenz, Frau Botschafterin Mimosa Amitai. Herzlichen Dank, dass Sie heute aus Straßburg zu uns zum Salon gekommen sind. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche uns nun einen schönen und inspirierenden Abend und vor allem einen inhaltsreichen und aufhellenden Gedankenaustausch. Und das Wort hat nun unser Landesgroßredner Werner Heusinger. Exzellenz, liebe Gäste, liebe Freunde, auch von mir ein herzliches Willkommen zum Salon des Ordensmeisters. In unserem Salon stellen aktive Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur aktuelle und zukunftsgerichtete Themen vor und treten anschließend in eine Diskussion. Wir wollen hier unter Beweis stellen, dass Freimaurerei auch eine Plattform sein kann, damit unterschiedliche Menschen miteinander in Kontakt und in Kommunikation treten können. Dies ist wichtig, um Brücken zu bauen und um scheinbar unüberwindbare Differenzen doch zu bewältigen. Ich verrate an dieser Stelle sicher kein Geheimnis, wenn hier aus- oder unausgesprochen die Frage mitschwingt: Brauchen wir eine zweite Aufklärung? Und wenn ja, brauchen wir dazu die Freimaurerei? Ich habe die Ehre, Ihnen jetzt unseren Referenten und Diskussionsgast Professor Dr. Karl Pilny vorzustellen und auch eine kurze Einführung in das Thema des heutigen Abends zu geben. Professor Pilny gehört zu den gefragtesten deutschen Asienkennern und ist ein gern gesehener Gast in Botschaften und auf nationalen und internationalen Kongressen. Einem breiteren Publikum ist er durch seine zahlreichen Bücher und seine regelmäßige Medienpräsenz, unter anderem als kompetenter Interviewgast und Kommentator bei den Fernsehsendern NTV, N24, Welt und Dreisat, um nur einige Medien zu nennen. Karl Pilny ist Mitglied des Präsidiums des Bundesverbands Deutsche Seitenstraßeninitiative, dem zentralen Ansprechpartner zum Thema Seitenstraße für Politik, Kultur und die Interessen der deutschen Volkswirtschaft auf allen Ebenen. Er arbeitete am Max-Planck-Institut für geistiges Eigentum, Steuer- und Wettbewerbsrecht als Referent für Japan und lehrte als einer der ersten, wenn nicht sogar der erste, als Gastprofessor deutsches Recht an den Universitäten Kyoto und Osaka. Als international erfolgreicher Anwalt leitete Karl Pilny bedeutende Anwaltskanzleien in Hongkong, Tokio, Brüssel, Paris und London, unter anderem als Partner der renommierten und ältesten Anwaltskanzlei der City of London, Travers Smith. Wir leben in einer historischen Zeitenwende. Der scheinbar unaufhaltsame Aufstieg Chinas zur globalen Supermacht ist in jedem Fall in aller Munde. Manche Beobachter sprechen bereits von einer tektonischen Plattenverschiebung, die Ablösung der gegenwärtigen Supermacht USA durch China. Und die Frage, ob dies friedlich geschehen wird, ist sicherlich von zentraler Bedeutung. China setzt grundsätzlich die Möglichkeiten der Digitalisierung wie kein anderes Land viel rigoroser um. Das Reich der Mitte propagiert einen neuen Sozialismus chinesischer Prägung, ja, einen neuen Menschen- und Gesellschaftsentwurf. Welchen Platz wird in der sich neu ordnenden Welt die Freimaurerei einnehmen? Die Protektoren und Ordensmeister unseres christlichen Freimaurerordens hatten und haben seit über 250 Jahren die geistigen Schätze des Ordens zu beschützen und zu entwickeln. Das auch, indem sie diese mit und in den geistigen Auseinandersetzungen ihrer Zeit konfrontieren. Sie sind somit Spiritus Rector für die Bruderschaft. Außerhalb der Freimaurerei
waren sie Generäle, Wissenschaftler, Kaufleute, ja sogar Herrscher. Wenn wir an den ersten Protektor Friedrich den Großen oder den Ordensmeister und Kronprinzen, den späteren Kaiser Friedrich III. Denken. Damit ist auch erklärt, warum Porträts von Mitgliedern der preußischen Königsfamilie hier im Haus hängen. Ja, schönen guten Abend, Exzellenz, sehr verehrte Gastgeber, liebe Gäste, lieber Werner. Es ist mir eine große Freude und auch Ehre, vor Ihnen sprechen zu dürfen, aus mehreren Gründen. Zum einen, Werner Heusinger hat es erwähnt, spreche ich relativ oft vor Konferenzen aus der Kapitalmarktszene, vor Unternehmern, vor wirtschaftlich Interessierten, vor Geschäftsleuten, die in der Regel natürlich nicht so sehr an kulturellen oder philosophischen Inhalten interessiert sind. Zugleich spreche ich immer mal wieder bei politischen Stiftungen, bei privaten Zirkeln, die relativ wenig Interesse an den wirtschaftlichen Entwicklungen haben. Ich persönlich glaube, dass beides unabdingbar verbunden ist und auch wichtiger denn je in der Gesamtschau betrachtet werden muss. Mit anderen Worten, ich plädiere für eine holistische Betrachtungsweise und freue mich außerordentlich, dass ich heute Abend einen so illustren Kreis an Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen des Lebens vor mir habe. Und deswegen werde ich mir erlauben, in den nächsten 20, 25 Minuten ein paar Einsichten und Ansichten mit Ihnen zu teilen. Ich plane aber auch, Sie nicht ohne konkrete Aussichten nach Hause gehen zu lassen. Denn die Entwicklung in Bezug auf China hat enorme Fahrt aufgenommen. Ich habe da so ein bisschen den Überblick, weil ich vor mittlerweile ziemlich genau 40 Jahren, nämlich am 1. Oktober 1981, auf dem Tiananmen Square in Peking stand, in einem Meer von Mao-Anzügen, wenn Sie so wollen. Also es waren natürlich Hunderttausende von Menschen um mich herum, die alle einen grünen oder blauen Mao-Anzug trugen. Es war gerade die Gang of Four, also die Witwe von Mao Zedong mit ihren drei konspirativen Freunden, war gerade beseitigt worden und Deng Xiaoping bereitete sozusagen die Öffnung des Landes vor. Die ersten Sonderwirtschaftszonen wurden eingerichtet und langsam nahm das Fahrt auf. Damals, vor 40 Jahren, hätte ich mir nie vorstellen können, wie schnell diese Entwicklung vonstatten geht. Um es nochmal anschaulich zu schildern, wenn Sie da eine der breiten Straßen in Peking entlang gingen, da hatten Sie 8 oder 10 Spuren reserviert für die Fahrräder, die alle gleich aussahen. Sie hatten ein Meer an schwarzen Köpfen und blauen Mao-Anzügen vor sich. Und wenn Sie dann ferne in der Entfernung einen quietschgelben Punkt wahrgenommen haben und näher kamen, stellten sie dann fest, es war irgendwie ein junges Mädchen, die einen ganz fiesen, gelben, quietschgelben Polyesterpullover anhatte, was aber bemerkenswert war. Und deswegen erzähle ich diese Anekdote auch seit knapp 40 Jahren. Und zwar deswegen, damals war es vergleichsweise günstig, Status zu demonstrieren, weil es war völlig klar, dass das eben ein Funktionärstöchterchen war, deren Vater von einer Reise nach Hongkong oder wie auch immer diesen Pullover mitgebracht hatte. Heute, wie wir alle wissen, würde das viele, viele tausend Dollar mehr kosten, Status zu demonstrieren. Im Zweifel würde man sogar mit einem Lamborghini irgendwie in eine Cafeteria hineinrasen müssen, um eine ähnliche Aufmerksamkeit zu erzielen wie mit einem schlichten Polyesterpullover. Und das war, wie gesagt, gerade mal 40 Jahre her. Ich könnte den ganzen Abend füllen mit Anekdoten Mitte der 90er Jahre. Shanghai, man sitzt im Peace Hotel, blickt auf den Huangpu, auf den Fluss und jenseits des Flusses ist eben der dunkle Teil von Shanghai gewesen, wo heutzutage die Börse sich befindet, der TV Tower und so weiter. Ein ganzes neues Stadtviertel ist dort entstanden. Und das war das gleiche Jahr, in dem in Berlin mit der Planung wohlgemerkt des Hauptstadtflughafens begonnen wurde, der jetzt endlich mit knapp 20 Jahren Verspätung ans Netz gegangen ist. Brauche ich, glaube ich, nicht extra darauf hinzuweisen.
hinzuweisen, dass die Chinesen Flughäfen in dieser Art im Dutzend bauen pro Jahr. Aber mittlerweile ist das ja auch in anderen europäischen Ländern der Fall, egal ob Türkei oder Mittlerer Osten oder Dubai, überall wird schneller und gründlicher gebaut. Aber lassen Sie uns zurückkehren zu China. Ich war schon einiges gewöhnt, was Entwicklungsgeschwindigkeit betrifft, weil es wurde schon erwähnt, ich habe in den 80er Jahren in Japan gelebt und gearbeitet und Japan schickte sich damals an, die westliche Welt in ihren Grundfesten zu erschüttern. Also alle zitierten Oswald Spengler, der Untergang des Abendlandes, der Nikkei ging auf die 40.000er Marke zu, ein Quadratmeter auf der Ginza, der Haupteinkaufsstraße in Tokio war damals mehr wert als Gesamt-Berlin heutzutage. Es war die Zeit der wilden Immobilien- und Börsenblase, zum Teil ausgelöst durch den Plaza-Akkord 1985, wo die Japaner mehr oder minder genötigt wurden, den Yen aufzuwerten. Aber es hat nicht viel gefruchtet. Aber worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Japan schickte sich wirklich an, in wenigen Jahren, nämlich Anfang, Mitte der 70er Jahre wurden japanische Autos noch als fahrende Reisschüsseln bezichtigt. Japan hatte relativ billige Plastikprodukte, so wie Jahrzehnte später die billigen Plastikblumen, mit denen ein Li Ka-Shing in Hongkong dann den Nukleus für ein Milliardenvermögen legte. Also man wähnte sich in Sicherheit und in gerade mal 10 Jahren hat Japan es geschafft, von den 70er Jahren bis in die 80er Jahre hinein, aufzuschließen zu den westlichen Industriemächten. Und das, muss ich darauf hinweisen, ist schon zum zweiten Mal geschehen, denn das erste Mal hat Japan es geschafft, zwischen 1870 und 1904 in Rekordgeschwindigkeit aufzuschließen zu den westlichen Kolonial- und Industriemächten. Das ging los, wir kennen es noch aus dem Fernsehen, Shogun, die bekannte Fernsehserie, als eben eines Tages Commander Perry mit seinen schwarzen Schiffen in die Bucht von Tokio einfuhr. Er wollte nämlich eigentlich nur Kohlelieferungen verhandeln, weil da war eine Dampferlinie zwischen Shanghai und San Francisco neu eröffnet worden. Und weil er schon mal da war, dachte er, nö, dann versuchen wir doch mal ein Handelsabkommen abzuschließen, was mit den Chinesen 20 Jahre zuvor so gut geklappt hatte, in den 1840ern. Und er fuhr dann wieder im Stile eines General MacArthur und sagte, I'll be back, liebe Japaner, überlegt es euch. Und als er dann 1864 wiederkam, hatten die Japaner im Gegensatz zu den Chinesen, ich werde gleich erläutern, worauf ich damit abziele, hatten gesagt, na gut, dann schließen wir so einen Vertrag mit den Westmächten und so weiter und so weiter. Und dann hat Japan es geschafft, in Rekordzeit, nicht zuletzt durch den Import von sehr viel Know-how aus Europa, aus Deutschland, insbesondere was die Verwaltung betrifft, die Medizin und das Militärwesen, auch das Rechtswesen, hat es Japan geschafft, zwischen 1865 und 1904 sein Territorium zu verdreihundertfachen, zu einer wirklich ernsthaften Industriemacht zu werden, die berühmten Zaibatsu, die Sumitomo-Gruppe, die Mitsubishi-Gruppe und so weiter, wurden in Rekordzeit aus dem Boden gestampft. Und ja, es gibt viele Parallelen zur Gründerzeit in Deutschland. Das ist also keine Ironie der Geschichte, dass Deutschland, Italien und Japan dann später im Dreibund verbunden waren. Es war alles zur gleichen Zeit in den 1860ern, 1870ern, wo diese drei Länder es geschafft hatten, sich in Rekordzeit auf eine neue Stufe zu heben. Und damit ich es nicht zu spannend mache, das ist genau das, was in China jetzt gerade geschieht. Und der Grund, warum ich ein bisschen über Japan und ein bisschen über die Geschichte sprechen muss, ist, dass der Aufstieg Chinas nichts Singuläres ist. Der hat historische Vorbilder. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, der hat eine historische Blaupause. Und das ist der zweimalige Aufstieg Japans. Und das werden wir uns gleich ein bisschen näher anschauen. Damit steuere ich schon langsam auf den Kern meiner Ausführungen zu, weil ich möchte heute Abend nicht so sehr über wirtschaftliche Superlative sprechen. Die sind Ihnen alle geläufig und egal, was man aufschlägt, Handelsblatt, Wirtschaftswoche, NZZ, es wimmelt nur so von wirtschaftlichen Superlativen. China, der größte Hersteller von dem, der größte Importeur von dem und so weiter und so weiter. Mir ist es wichtig, auch in der späteren Diskussion, die Gründe und die Ursachen herauszuarbeiten, um eventuell daraus zu lernen und auch um eventuell besser einschätzen zu können, was uns da blüht oder was uns da erwartet.
Deswegen noch mal ganz kurz zurück zu Japan. Japan war ja immerhin 300 Jahre lang völlig isoliert gewesen, bis eben diese schwarzen Schiffe da einfuhren. Und wie kann es sein, dass so ein kleines Zwergenland ohne eigene Rohstoffe, ohne große Militärmacht innerhalb von 30 Jahren zu einer führenden Wirtschafts- und auch Imperialmacht wird? Das ist übrigens der Beginn dieser fürchterlichen Kriege zwischen China und Japan. 1894, 1895 hat Japan Taiwan erobert und große Teile von Korea und China erobert und so weiter und so weiter. Wir wissen alle, wie das weiterging. Es ging in die 20er und 30er Jahre, in den sogenannten Zweiten Weltkrieg. Dann kam die Stunde Null, alles kaputt, alles dunkel, wie bei uns und ähnlich wie bei uns. Innerhalb von 20 Jahren war Japan wieder oben auf. Und man kann das sehr schön festmachen an den Olympischen Spielen. 1964 Olympiade in Peking, in Tokio, 1988 Olympiade in Südkorea, in Seoul und 2008 Olympische Spiele in Peking und jetzt nächstes Jahr wieder in Peking, die Winterspiele. Und darauf ziele ich eigentlich ab. Man sieht sehr schön, das ist wie eine Art Staffellauf, der vor allem in Ostasien stattfindet. Und das war der Beginn des asiatischen Jahrhunderts. Ich habe vor knapp 20 Jahren beim Campus Verlag eine Trilogie gleichen Namens geschrieben. Und das ist ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt. Ich möchte zwar, aber ich kann nicht nur über China sprechen. Denn der Aufstieg Chinas, den wir jetzt gerade verfolgen, ist eingebettet in einen viel größeren Megatrend, nämlich den Wiederaufstieg Asiens an die Weltspitze. Und das ist ein Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist. Ich sehe einen großen Teil der Probleme, die wir haben mit China und Asien, darin, dass wir nach wie vor ein stark eurozentrisch geprägtes Weltbild haben. Ich gehe sogar noch weiter und sage suffisant, da ist sogar noch ein bisschen postkoloniales Hosenträgerschnalzen mit dabei. Und ich spreche mit vielen Wirtschaftsführern, die immer noch diese alte Denke kultivieren, China, Werkbank der Welt, günstiger Produktionsstandort und so weiter und so weiter, die also völlig außer Acht lassen, dass China in einem Irrsinnstempo die Wertschöpfungskette nach oben steigt, dass sich die Qualität des Wachstums massiv geändert hat, dass es immer mehr Patentanmeldungen gibt, die aus China kommen. Das ist ein Thema, was mir ganz besonders am Herzen liegt, weil ich, wie gesagt, am Max-Planck-Institut promoviert habe über Technologietransfer. Und wenn Sie sich die Patentstatistiken anschauen, da kann man schöne Vergleiche ziehen. Die japanischen Patentanmeldungen in den 80ern waren meistens defensiv. Da ging es um Prozessoptimierung, um Miniaturisierung, um Ringfencing. Die chinesischen Patente sind von einem ganz anderen Kaliber. Und wenn Sie sich diese ganzen Wissens- und Innovationsoffensiven anschauen, die in China stattfinden, da müssen wir uns wirklich warm anziehen. Denn sowohl die chinesischen Unternehmen als auch die Zentralregierung geben überproportional viel Geld aus für Innovation. Es werden jedes Jahr Excellence Universities gegründet und so weiter und so weiter. Außerdem haben sie durch die konfuzianistische Prägung eine Jahrhunderte, Jahrtausende alte Tradition von lebenslangem Lernen. Wer einmal in Peking beim Konfuzius-Tempel war und sich die Stelen angeschaut hat, wo die erfolgreichen Prüflinge der Frühjahres- und Herbstprüfungen, der kaiserlichen Prüfungen angeschaut hat, der, glaube ich, beschwert sich nicht mehr über Prüfungsstress der Kinder. Also wir haben aber drei Kinder. Meine liebe Frau ist auch hier. Die kann das noch besser bestätigen. Ich erwähne sie übrigens deswegen auch, weil sie aus einer preußischen Familie kommt. Insofern ist der Bezug sozusagen nicht nur über Asien hergestellt, sondern auch über das alte Preußen. Nein, also das sind die schönen Sekundärtugenden, die ja Max Weber so schön herausgearbeitet hat. Deswegen schätze ich Max Weber nach wie vor sehr, weil er der Erste war, der in diese rein quantitative Betrachtung der Wirtschaft und der Volkswirtschaft auch die sogenannten Soft Factors, würde man auf Neudeutsch sagen, eingeführt hat. Gut, ihm ging es natürlich um den Protestantismus, Merkantilismus und so weiter. Er hat sich ja auch stark über China geäußert. Kam, wie ich finde, ist meine persönliche Meinung, mit dem richtigen Ansatz zu einem völlig falschen Ergebnis, was man aber aus der Zeit verstehen muss. Er kam zu dem Ergebnis, dass der Hauptgrund für die Schwäche Chinas im Konfuzianismus zu sehen sei, was aus der damaligen Perspektive verständlich war. Ich komme genau zum gegenteiligen Ergebnis, dass nämlich
aufgrund der Prägung durch den Konfuzianismus sie diese enormen Erfolge nicht nur in China, sondern in Ostasien haben, weil sie einfach riesige Pools an Lern-, Leidens- und leistungsfähigen Menschen haben, plus die numerische Komponente. Und das ist ein Beispiel, was ich immer gerne bringe. In Deutschland produzieren wir 70.000 Ingenieure pro Jahr, in China sind es 700.000. Selbst wenn, wie oft kolportiert wird, die Hälfte, oder lassen Sie uns großzügig sein, zwei Drittel dieser 700.000 noch nicht den Weltmarktstandards entsprechen, bleibt immerhin ein Drittel übrig. Ein Drittel von 700.000 ist deutlich mehr als 70.000. Und wenn Sie das auf 5 Jahre, auf 10 Jahre, auf 20 Jahre hochrechnen und dazu nehmen, wie viel Investitionen, wie viel sachliche Mittel, wie viel politischer Schutz auch für chinesische Unternehmen im Heimatmarkt gewährt wird, sehen Sie, dass sich da was zusammenbraucht. Und da müsste also die gesamte Wahrscheinlichkeitsrechnung falsch sein, wenn da nicht à la longue einfach eine große Bedrohung im Bereich der Innovationsfähigkeit käme. Und genau das ist jetzt in vollem Gange. Sie müssen ja in China immer nach den 5-Jahresplänen vorgehen. Und das macht China übrigens für Investoren auch relativ leicht, weil die chinesische Regierung plant ja sehr gerne im Voraus. Die haben schon in den 80er Jahren übrigens die sogenannten Jahrhundertziele verkündet. 2049, wenn die Volksrepublik China ihren 100. Geburtstag feiert, sollen eben gewisse Kriterien erfüllt sein. China will dann in diversen Industrien Weltmarktführer sein. Sie wollen auch militärisch die Weltmacht Nummer 1 sein und so weiter. Und so weiter. Also das ist keine Erfindung von Xi Jinping, auf den ich gleich noch eingehen werde, sondern das hat schon Hu Jintao und Jiang Zemin in den 80er, 90er Jahren verkündet. Und das ist ein Teil des chinesischen Erfolges, auf den ich nachher im Detail eingehen möchte. Das ist diese Kombination von sehr langfristigem strategischem Denken kombiniert mit extremer Anpassungsfähigkeit im aktuellen Bereich. Und das ist eine Spreizung oder eine Kombination, die uns in Europa schwerfällt. Warum, können wir dann gerne diskutieren. Aber man merkt es allenthalben, vor allem übrigens auch daran, dass die Diskussion über China jetzt sehr polarisiert wird. Seit 2-3 Jahren wird es zunehmend ungemütlich. Der Ton wird rauer, nicht nur aus China uns gegenüber, auch bei uns. Man wird einfach sehr schnell abgestempelt als China-Versteher oder China-Kritiker und so weiter. Und das halte ich für sehr ungesund, weil es ist sehr wichtig, dass man versucht, mit einer nüchternen Analyse festzustellen, woher kommt das, wo stehen wir, wo geht die Reise hin? Und da sehe ich immer weniger davon. Ich habe mich jetzt seit 2-3 Jahren nach langem Widerstand so ein bisschen in die politische und verbandspolitische Arena begeben. Ich habe, wie gesagt, diesen Bundesverband für die Seidenstraßeninitiative mitgegründet, bin auch Mitglied der China-Brücke und so weiter. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, die letzten 1-2 Jahre haben mir schon so ein bisschen die Laune auch wieder verdorben, weil da sich sehr viele Leute zu Wort melden, egal ob Journalisten oder auch im politischen Bereich. Und jetzt muss ich gleich sowieso einen Satz loswerden. Leider verfügen wir in Deutschland nur über sehr überschaubare China-Kompetenz in der Politik. Oder ich würde sogar noch weiter gehen wollen und sagen, geopolitische Kompetenz ist im politischen Berlin jetzt nicht unbedingt eine große Priorität, sage ich mal vorsichtig. Der sogenannte Wahlkampf hat das einmal mehr bestätigt. Und deswegen gibt es da gewisse Defizite, die aber potenziell gefährlich sind. Weil was da so passiert, eben die neuen Seidenstraßen, One Road, One Belt, das sind komplexe Entwicklungen, die verschiedenste Aspekte berühren. Die berühren Rohstoffsicherheit, Rohstoffversorgung, die berühren potenzielle militärische Aspekte, aber auch die industrielle Fertigung und so weiter und so weiter. Und ich spreche, wie gesagt, oft vor mittelständischen Unternehmervereinigungen. Das ist den Unternehmen nach wie vor nicht klar, dass so eine Seidenstraße enorme wirtschaftliche Auswirkungen hat. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Entlang der Seidenstraße sind ja hunderte von Industrieparks angesiedelt, schon jetzt. In China, dann geht es über Zentralasien, kommt dann letztendlich in Südosteuropa raus. Also der Balkan ist von enormer strategischer Bedeutung für die Chinesen. Das darf man gar nicht hoch genug einschätzen. Aber was die Unternehmen gar nicht realisieren,
realisieren ist, der Preis, das Entry-Ticket für so einen Industriepark ist derjenige, dass man sich der chinesischen Software-Architektur unterwerfen muss. Worauf ich hinaus will, ist, das magische Wort momentan heißt ja Entflechtung. Zwei-Kreislauf-Theorie, Dual Circulation im Zuge der Handelsstreitigkeiten mit den USA. Das wird viel zu leichtfertig abgetan. Ja, das sind die üblichen Handelsspannungen, da geht es um ein paar Zölle und so weiter. Nein, da geht es um viel mehr. Da geht es um die potenzielle Gefahr, dass die Welt technologisch in zwei separate Bereiche zerfällt. Und wer jetzt nicht gerade Bosch oder BMW heißt, der kann das nicht lange durchhalten, in beiden Bereichen mitzuspielen. Und diese Entwicklung, auch im Bereich Standardisierung und Technisierung, wo die Chinesen immer stärker und immer offensiver vorgehen, weil sie sich bei den internationalen Organisationen immer mehr Plätze sichern, wo sie auch immer mehr eigene Standards setzen, selbst in Zukunftsthemen wie künstliche Intelligenz, autonomes Fahren und so weiter, kommen immer mehr Vorschläge für Guidelines, für Gesetzesentwürfe, auch auf internationaler Ebene, von der chinesischen Seite. Und die werden das dann eben etablieren durch die berühmte normative Kraft des Faktischen. Weil wenn ich ein Mittelständler bin und ich will in diesen Industriepark rein, dann muss ich halt mit Alipay zahlen und muss mich an diese Softwarestandards halten. Und das wird massiv unterschätzt, diese Gefahr. Mit anderen Worten zusammengefasst, ich sehe die Hauptgefahr in dieser Zwei-Kreislauf-Theorie darin, dass, oder ich sehe zwei Hauptgefahren, Kriegsschauplätze, nämlich die technologische Entflechtung und die finanzielle Entflechtung. Das geht bis hin zu Themen wie Währungspolitik, der Renminbi als globale Leit- und Reservewährung und so weiter und so weiter. Denn was die Chinesen da sehr erfolgreich machen seit einigen Jahren ist, sie bauen eine parallele Welt zur amerikanisch dominierten Welt auf. Bestes Beispiel die Asia Infrastructure Development Bank. Das hat die doch relativ selbstbewussten Amerikaner im Kern getroffen, dass der berühmte Washington Consensus, Weltbank, IMF und so weiter, alles hübsch in USA angesiedelt, durch USA dominiert, dass der sozusagen Konkurrenz bekommen hat durch die Asia Infrastructure Development Bank, die Chinesen gegen den erklärten Widerstand der USA durchgedrückt haben und wo mittlerweile knapp 3 Dutzend Länder Mitglieder sind und so weiter und so weiter. Das sind aber alles nur Facetten eines historisch sattsam bekannten Vorganges. Das ist die berühmt-berüchtigte Thukydides-Falle, die Nummer 2 will ihren Platz an der Sonne. Nummer 2 ist in dem Fall China und die wollen eben die globale Supermacht USA vom Thron stoßen. Und faktisch gesehen haben sie das übrigens schon. Wenn sie die Kaufkraftparität mit ins Kalkül ziehen, ist China bereits jetzt die weltweit größte Volkswirtschaft. Wenn sie jetzt das nominale GDP nehmen, dann wird China 2028 die größte Volkswirtschaft der Welt sein. Wie ich gerade versuchte auszuführen, wird China aber auch zu einem Innovationstreiber. China ist schon lange mehr als die Werkbank der Welt, sondern es kommen immer mehr Erfindungen, neue Geschäftsmodelle, immer mehr Kapitalströme kommen aus China. Die neuen Standards kommen aus China. Ja, und dann der Bereich, der uns alle interessiert, kommen vielleicht auch neue Werte oder Wertesysteme aus China? Oder was passiert da überhaupt in China? Und das ist eben eine sehr, sehr spannende Frage. Denn wirtschaftlich und politisch betrachtet kann man postulieren, China versucht, einen dritten Weg zu gehen zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Man weiß gar nicht so recht im Westen, wie man das jetzt alles nennen soll. Ist das jetzt Staatskapitalismus oder wie nennt man das überhaupt? Was aber den westlichen Beobachtern den Angstschweiß ins Gesicht treibt, ist der, dass dieses Modell der Chinesen exportfähig wird, weil eben sehr viele Länder in der sogenannten dritten Welt, in den Emerging Markets in Afrika und Lateinamerika und Osteuropa sagen, Mensch, guck mal, geht doch, ist doch
super, was die da an wirtschaftlichen Erfolgen haben. Und wenn ich darauf dann ein bisschen verzichten muss, auf demokratische Teilhabe, und das mit der Überwachung ist ja jetzt auch nicht auf die Chinesen beschränkt, dann mache ich das doch. Das ist dieser berühmt-berüchtigte Systemwettbewerb, weil die EU jetzt seit ein, zwei Jahren endlich verstanden hat, dass China nicht nur Partner oder Rivale ist, sondern ein systemischer Rivale. Und das ist eben sehr, sehr spannend historisch, weil China sich anschickt, wirklich etwas Neues zu generieren. Denken Sie an den Sozialismus oder Leninismus. Ich meine, das sind natürlich die geborenen Planungspolitiker. Planwirtschaft ist die absolute DNA der kommunistischen Parteien, insbesondere der chinesischen kommunistischen Partei, die übrigens dieses Jahr ihren 100. Geburtstag feiert, also ein sehr bedeutungsschwangeres Jahr. Und dieser digitale Sozialismus oder Maoismus, wie man ihn nennen möchte, hat natürlich jetzt sämtliche technologischen Möglichkeiten, künstliche Intelligenz, Quantencomputer, sowohl im Hardware- als auch im Softwarebereich und so weiter und so weiter. Und das bietet natürlich enorme Möglichkeiten der Überwachung, aber auch der Planung. Und da muss ich jetzt auch gleich mal ein bisschen bei dem Thema bleiben. Natürlich ereifern sich hier die westlichen Medien über das Social Credit System, wo sozusagen die gesamte chinesische Bevölkerung lückenlos überwacht wird und wo es dann Bonus- und Maluspunkte gibt. Wer bei Rot über die Ampel geht, wird dann eben gleich postwendend erkannt durch diese Sense-Time-Kameras und so weiter und so weiter. Da muss ich nochmal darauf hinweisen, diese Art von Software wird auch schon lange oder länger in westlichen Ländern eingesetzt. Es wird auch in Indien sehr erfolgreich eingesetzt, auch in vielen europäischen Ländern. Es ist eigentlich jetzt nichts spezifisch Chinesisches, weil es gibt ja viele Bestseller, die sich darauf stürzen, auch China, die totalitäre Diktatur, kein Rechtsstaat, keine Demokratie und der hohe Kesseldruck und so weiter. Ich meine, da muss man vorsichtig sein. Man muss vorsichtig sein, nicht immer die eigene eurozentrische Brille aufzusetzen und mit dem eigenen Maßstab chinesische Politik und chinesische Entwicklungen zu beurteilen. Wenn Sie mal ganz kurz einen Schwenk machen und sich in die Augen, in die Schuhe eines Chinesen hineinversetzen, wie ist da die Weltgeschichte abgelaufen? China, ein Land, das reicht quasi von Berlin bis Khartoum, von Lissabon bis zum Ural, 1,4 Milliarden Menschen. Ja, die haben ein gewisses Altersproblem. Das hat mit der Ein-Kind-Politik zu tun, die jetzt aber schon vor 4 Jahren sozusagen aufgehoben wurde und durch die, ich sage immer spaßhaft, zunächst durch die Ein-Hund-Politik ersetzt wurde. Aber bis auf die Gastronomie hat das leider keine der erwünschten Auswirkungen gehabt, sodass die Chinesen mittlerweile die Zwei- und sogar die Drei-Kind-Politik plädieren. Aber nein, sie haben wirklich eine kleine demografische Delle, für die wir übrigens alle dankbar sein müssen. Da möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, wenn Sie sich vor Augen halten, dass gerade mal 8% dieses 1,3 Milliarden Volkes einen Reisepass besitzen und wie die jetzt schon durch das schöne Heidelberg stapfen und da alles verstopfen, möchte man sich gar nicht ausmalen, was passieren würde, wenn 20% einen Pass hätten oder so. Also, und jetzt in Corona-Zeiten, wir waren gerade in Venedig letzte Woche und Triest, natürlich wegen der Seidenstraße, mussten wir uns da angucken. Nein, also das ist alles nicht zu unterschätzen. Mit anderen Worten, eigentlich gebührt den Chinesen Lob und Respekt dafür, dass sie das mit der Ein-Kind-Politik durchgezogen haben. Aber jetzt zahlen sie einen hohen Preis dafür, weil sie haben jetzt schon 140 Millionen Menschen, die älter als 65 sind, und es steigt rapide an. Die Hoffnung in China ist aber genau wie die in Japan, was eine ähnlich dramatische Alterung aufzuweisen hat. Von uns möchte ich gar nicht sprechen. Die versuchen das durch technologischen Fortschritt auszugleichen, durch Automatisierung, humanoide Roboter und so weiter und so weiter. Es ist ein Experiment mit offenem Ausgang, aber sie sind jedenfalls am Thema dran. Und das möchte ich mal ganz grundsätzlich auch festhalten. Die Kompetenz der chinesischen Führung ist seit Jahrzehnten legendär, weil sie haben in den Führungskadern in der Regel Technokraten, also wirkliche Experten in ihren Gebieten. Sie haben durch die konfuzianistische Tradition enormes Interesse an allen möglichen Themen. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Kurz vor Corona war ich in Peking als Redner eingeladen in einer riesigen Seidenstraßenkonferenz, die ging 3 Tage lang, und das Thema war
Wertesysteme, Religionen und der Einfluss von politischen Strukturen entlang der Seidenstraßen. Und da war also alles, was Rang und Namen hatte. Ich hatte sogar die Ehre, über die Rolle der griechisch- und russisch-orthodoxen Kirche im Balkan sprechen zu dürfen. Das hat die nämlich sehr interessiert. China war ja religionsmäßig immer sehr offen. Kublai Khan, den kennen Sie von Marco Polo, der hatte eine Mutter, die war Nestorianerin, der hat ja mehrere Delegationen auch mit dem Papst in Rom ausgetauscht. Sie wissen auch sicherlich, dass die Jesuiten eine ganz große Rolle spielten, für über 200 Jahre lang in China. Persönlichkeiten wie Matteo Ricci oder Adam Schall-Zubel, der Kölner Kaufmannssohn, der den Rest seines Lebens dann in China verbrachte. All das zeugt von einer enormen Aufgeklärtheit. Und wenn wir uns, und das wurde auch gutiert, sage ich mal, von Persönlichkeiten wie Leibniz, der hat mit dem Anastasius Kircher, das war auch ein sehr bekannter Jesuit, in regem Austausch gestanden. Also Ende des 18. Jahrhunderts gab es also einen China-Boom, der sehr positiv besetzt war. Und Leibniz sagte sogar sinngemäß, es ist ja fantastisch, in welcher tollen Zeit wir leben dürfen, an beiden Enden dieser Seidenstraßen, nämlich in Europa und in China, gibt es die zwei höchst entwickelten Wertesysteme und eigentlich sind die Chinesen noch viel zivilisierter als wir. Die sollten eigentlich Missionare zu uns schicken als umgekehrt. Denn die chinesischen Kaiser, vor allem Kaiser Kangxi, waren sehr, sehr betrübt und auch abgestoßen durch die permanente Rivalität zwischen den verschiedenen europäischen Nationen und vor allem noch schlimmer den verschiedenen Orden. Die Franziskaner gegen die Dominikaner und die Jesuiten und alle gegenseitig rauf und runter. Und es ist sehr, sehr schade, weil für knapp 200 Jahre lang herrschte große religiöse Toleranz, die dann aber ad acta gelegt wurde in Japan wie in China. Und das führte dann eben zu diesem monolithisch scheinenden Block, der es aber nicht ist. Ich bin ja auch in der Schweiz ansässig, ich habe die letzten zwei, drei Jahre sehr viel in Genf gearbeitet und da gibt es alle möglichen interessanten Stiftungen und Institutionen, die mit verschiedenen Religionsgemeinschaften auch in China sozusagen arbeiten. Und da gibt es also nach wie vor sehr viel Substanz, die aber zwangsläufig unter der Oberfläche wirken muss. Denn, das muss man einräumen, Xi Jinping zieht jetzt seit ein, zwei Jahren die Schraube massiv an. Also manche sprechen sogar schon von einer neuen Kulturrevolution. Und man muss in der Tat einräumen, die Parallelen zwischen der berühmt-berüchtigten Mao-Bibel, die während der grauenhaften Kulturrevolution mit Millionen von Toten und unersetzlich zerstörten Kulturschätzen, erinnert schon fatal an das neue Xi Jinping-Denken, was jetzt sogar in der Verfassung verankert wurde, was auf dem Lehrplan ist und so weiter. Und um der Frage zuvorzukommen, ja, das politische Primat der Kommunistischen Partei wird jetzt viel rigider und offensiver gelebt. Also die Parteipolitik wird in die Firmen getragen, auch in die ausländischen Firmen. Aber das darf den Blick trotzdem nicht verstellen auf die Tatsache, dass zum Beispiel das neue Datenschutzgesetz in China eigentlich nicht nur State of the Art mit den westlichen Gesetzgebungen ist, sondern sogar noch einen Schritt weiter geht. Und dass die chinesische Regierung keine Angst vor der Marktmacht von wirklich gewaltigen Internetunternehmen, also den Äquivalenten von Facebook, Amazon und Google, die gibt es ja in China auch, hat, zeigen die letzten Monate, wo massiv regulatorisch eingeschritten wurde. Viele westliche Journalisten haben das wiederum mit Häme und Schadenfreude kommentiert. Ich glaube, dass es auch verfehlt. Sie kennen die ganzen Themen, dass zum Beispiel die Computer- und Online-Spiele als exzessiv betrachtet wurden und dass jetzt eben Vorgaben existieren, chinesische Jugendliche sollen nur noch 3 Stunden pro Woche und so weiter und so weiter. Oder dass bei diesen Fahrdienst Meituan und so weiter, dass da regulativ eingeschritten wird. Das darf man nicht abtun als reines politisches Powerplay. Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Und zwar steckt
steckt dahinter, dass die Kommunistische Partei in China ihren Auftrag sehr ernst nimmt. Und der Auftrag ist eben letztendlich ein Mandat des Himmels zu haben. Und das ist das Link zum chinesischen Kaiserreich. Sie dürfen nicht vergessen, Sie haben seit 221 vor Christus bis 1911 eine der ältesten durchgehenden kaiserlichen Dynastielinien der Welt. Dann kamen fürchterliche Jahre mit Hunderten von Millionen von Toten von 1911 bis 1949. Aber es ist ganz eindeutig, dass die Kommunistische Partei Chinas eigentlich nichts ist als eine neue kaiserliche Dynastie, die sich genau wie die anderen Dynastien messen lassen muss am Mandat des Himmels. Und das wird hier völlig verkannt, wenn ich dann lesen muss, oh, dieser machtgierige Xi Jinping hat jetzt sich die Amtszeitbeschränkung abschaffen lassen, damit er auf Lebenszeit Diktator sein kann und so weiter. Ja, das ist die westliche Brille. Was dahinter steht, ist, dass er das Mandat des Himmels haben sollte und auch haben will und dass er deswegen Wohlstand für alle propagiert und dass deswegen jetzt zum ersten Mal gegen diese Exzesse, die ganzen Milliardärszahlen, die explodieren ja in China viel schneller übrigens als im Westen. Ganz einfach deswegen, weil China jetzt da ist, wo die USA vielleicht waren Ende des 19. Jahrhunderts oder die Briten zu Zeiten der Industrialisierung. Manchester-Kapitalismus, Raubtierkapitalismus. Das Spannende an China ist aber, dass alles so extrem schnell stattfindet. Ich meine, ich bin leider nicht so alt, wie ich aussehe, aber ich war ja vor 40 Jahren dort und was in den letzten 40 Jahren passiert ist, dafür haben wir in Europa 200 Jahre Zeit gehabt. Das ist die spannende Wahrheit, die China auch so interessant macht, weil diese verschiedenen Strömungen, für die wir 200 Jahre lang Zeit hatten, Aufklärung, Industrialisierung, postmoderne Gesellschaft, findet in China alles gleichzeitig statt. Und das Riesenreich trotzdem auf Kurs zu halten, ist eine Meisterleistung, ist eine gewaltige Meisterleistung. Und wenn jetzt die üblichen Fragen kommen werden, die versuche ich schon im Vorfeld jetzt abzublocken, natürlich Xinjiang und die Uiguren und rauf und runter und so weiter. Aber wir in Europa sollten den Ball wirklich, wirklich flach halten und nicht immer nur mit dem Finger Naming and Blaming nach China zeigen. Wir sollten mal ein bisschen Demut und auch Dankbarkeit zeigen dafür, dass die ihren Riesenkoloss auf Kurs halten. Möchten wir 30, 40, 50 Millionen chinesische Flüchtlinge beherbergen oder so? Die sind ganz schnell da. Ich meine, die Seidenstraße, ein Container von Wuhan nach Duisburg, so, die wären hier in 8 bis 10 Tagen. Das ist alles kein Problem mehr heutzutage. Und dafür ist doch China eigentlich schon sehr stabil für die Größe der Herausforderungen, für die Größe der Probleme. Und die machen eigentlich einen ordentlichen Job. Ob uns das gefällt oder nicht, natürlich gefällt es uns nicht. Warum? Wir sind gekränkt, gekränkte Eitelkeit. Der Westen hatte eine enorme Vorbildwirkung, spätestens seit der Renaissance, der tolle Westen, wissen wir alle, British Empire hat es geschafft, ein Fünftel der Welt zu beherrschen und so weiter und so weiter. Aus der Sicht eines Chinesen eine historische Anomalie. Völlig verkehrte Welt aus der Sicht eines Chinesen. Die hatten seit 3000 Jahren, waren sie an der Spitze der Welt. Im 18. Jahrhundert hat ja China und Indien knapp 60% des weltweiten GDP erwirtschaftet. Gut, aus chinesischer Sicht von diesen 3000 Jahren, die letzten 150 Jahre liefen halt leider völlig aus dem Ruder, weil sie im Gegensatz zu den schlauen Japanern, deswegen hatte ich das Beispiel am Anfang gewählt, Widerstand geleistet haben gegen die Engländer. Man kann das sogar zeitlich genau beziffern. Es ist diese berühmte McCartney, also nicht der Paul McCartney, aber diese berühmte McCartney-Delegation, die 1794 an den Hof des Qianlong-Kaisers kam und die Engländer versuchten, ihre kratzigen Baumwollhemdchen anzubieten und so weiter. Und die Chinesen sagten, was wollt ihr denn? Wir haben Seide, wir haben Porzellan und so weiter. Wir haben der liebe Adam Charles zu Bella, hat uns noch ein paar Uhren hier aufgebaut und so, geht heim, wir brauchen eure Waren nicht. Und die Engländer haben das natürlich nicht vergessen. Die waren also A, schwer beleidigt,
B, haben sie einfach zu viel Silber und zu viel Gold gezahlt für diese ganzen chinesischen Güter, Tee, Porzellan und Seide, um noch nur einige zu nennen. Und deswegen kam es dann 1839 zum ersten Opiumkrieg, weil die Engländer mit Staatsdealership sozusagen Millionen von Chinesen Opium abhängig gemacht haben. Die Chinesen wollten das nicht hinnehmen und statt irgendwie sich zu entschuldigen, haben die Engländer Kanonenboote geschickt und haben eben in drei Opiumkriegen zwischen 1839 und 1860 China unterjocht, haben sich Hongkong gegriffen und so weiter und so weiter. Und diese Demütigung sitzt den Chinesen bis heute in den Knochen. Und das muss man auch im Hinterkopf haben, wenn man festzuhalten hat, und das muss man, dass sich die Chinesen jetzt auch ein bisschen ungeschickt verhalten. Mal salopp gesagt, die haben halt jetzt Oberwasser, weil diese ganzen Planungen, Made in China 2025, die letzten 5 oder 10 Jahre atemlosen Wachstums, das hat alles gut funktioniert. Und die Chinesen haben immer mehr das Gefühl, dass sie am Drücker sind und dass sie es geschafft haben. Aber sie sind viel zu klug, um nicht zu realisieren, dass es noch ein weiter Weg ist. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Noch ist nicht alles verloren. In absoluten Zahlen ist das GDP in China ziemlich groß. Wenn Sie das Pro-Kopf-Einkommen pro Jahr nehmen, ist China im historischen Mittelfeld. Und auch was die Innovationsfähigkeit betrifft, sind wir in vielen Bereichen durchaus noch in der Lage mitzuhalten. Wenn und soweit wir mit einer Stimme sprechen und wenn und soweit wir dafür sorgen, dass wir in Europa nicht uns selber aus dem Spiel nehmen. Denn ich glaube wirklich, dass dieser Prozess irreversibel ist, dass wir immer mehr einen chinesisch dominierten Block haben werden und einen amerikanisch dominierten Block. Und die Amerikaner sind, sage ich jetzt mal verklausuliert, bei weitem nicht so geschickt wie die Chinesen, in einer multipolaren Welt zu agieren. Das macht mir mehr Sorgen als die Chinesen, weil der oft bemühte chinesische Nationalismus, lassen wir mal Taiwan und Tibet außen vor, den gibt's eigentlich nicht, weil China in seiner 3000-jährigen Geschichte wirklich nicht besonders expansiv war. Das war sehr saturiert, das Reich der Mitte. Der sogenannte Nationalismus der Chinesen ist also ein kultureller Nationalismus. Wenn Sie sich auch mal die Diaspora anschauen, der knapp 200 Millionen Chinesen in Südostasien, das ist also eine ganz andere Qualität als, wie soll ich sagen, als der Nationalismus, der dann gerne mit Feuer und Schwert ein paar Millionen Leute auf den Scheiterhaufen steckt und daneben noch ein paar Tonnen Gold mitnimmt oder so. Das ist also eine ganz andere Qualität. Und wie gerade erwähnt, die Vorbildwirkung des Westen schwindet rapide. Der Westen und vor allem die USA sind völlig desavouiert in chinesischer Sicht. Das Afghanistan-Debakel ist nur eins von vielen anderen. Was ich persönlich ein bisschen unschön finde, ist, dass diese chinesische Schadenfreude immer hämischer und immer offensiver wird. Man könnte fast sagen, sie werden ein Stück weit westlicher und das finde ich nicht gut. Das ist eine ungesunde Entwicklung. Ich finde vielmehr, dass wir alle chinesischer werden sollten. Und was meine ich damit? Die Chinesen, wie ich gerade eingestreut hatte, verstehen es wunderbar, langfristige Strategie mit kurzfristiger Anpassungsfähigkeit zu kombinieren. Ich fasse das in einem Satz zusammen, sowohl als auch. China ist eine sowohl als auch Kultur. Wir sind oftmals oder viel zu oft eine entweder oder Kultur, eine schwarz-weiß Kultur. Was bedeutet das jetzt, um es mal konkreter zu machen? Als Deutschland bedeutet das zum Beispiel, dass wir das eine tun sollten, ohne das andere zu lassen. Wir sollten also schauen, dass wir unsere Kronjuwelen sichern, dass wir unsere Schlüsselpatente bei uns behalten. Es sollten uns aber nicht von irgendwelchen Uiguren-Geschichten in eine ideologische Ecke drängen lassen und dann den Kontakt und den Dialog und auch den Austausch mit China gänzlich einzustellen. Das können wir uns gar nicht leisten. Und deswegen mache ich mir auch Sorgen um die politischen Entwicklungen bei uns in Deutschland, weil noch haben wir Eisen im Feuer, noch haben wir eine gewisse Wettbewerbsfähigkeit. Aber ich sehe parteiübergreifend relativ wenig Asienkompetenz. Wenn überhaupt, dann gibt es die Asienkompetenz in der Wirtschaft. Also es gibt viele Mittelständler, aber die sind in der Regel halt nicht so politisch und auch nicht so strategisch denkend. Und da sehe ich eben andere europäische Länder im Vorteil, die USA auch, ja, aber die Engländer natürlich auch und die Franzosen, die an die ganze Sache viel strategischer herangehen.
Und ich glaube, das wäre für uns eine ganz, ganz wichtige Aufgabe in Deutschland, auch wieder ein bisschen mehr Führungsverantwortung in Europa zu übernehmen, nicht nur zu reagieren, sondern zu agieren und Leitlinien vorzugeben, Schwerpunkte zu setzen und auch strategisch darauf zuzuarbeiten, sowohl im industriepolitischen Bereich, auch ob es um Militärstrategie geht und so weiter und so weiter. Und da befürchte ich einfach, dass uns ein bisschen die Zeit davonläuft. Ich habe ja halt viele Jahre in Asien gelebt und gearbeitet, auch in Japan, wie vorhin erwähnt, aber auch in vielen anderen Ländern dort. Und als ich dann zurückkam, hatte ich diese Ängste der Asiaten, die hatten alle gezittert vor dem Europa von Jacques Delors, 1992, Fortress Europe und als ich dann in Europa war, ich war auch ein paar Jahre in Brüssel dann tätig, wir haben auch eng mit der Kommission gearbeitet, völlige Desillusionierung. Und dieser Prozess hat bei mir leider nie aufgehört, sondern es sind schon sehr, sehr viele Chancen vertan worden oder nicht genutzt worden, aber wir dürfen einfach nicht zulassen, dass jeder in Europa in seiner eigenen Blase bleibt und nicht mitbekommt, was außerhalb von Europa passiert. Und was da passiert, kann ich in einem Satz zusammenfassen. Die Zeiten, wo der Schwanz mit dem Hund gewedelt hat, sind endgültig vorbei. Und das hat sich in ganz Asien rumgesprochen. Die Asiaten und vor allem die Chinesen sind nicht länger bereit zu akzeptieren, dass 6% der Weltbevölkerung die globalen Regeln im politischen, wirtschaftlichen, militärischen und kulturellen Bereich definieren. Und das wird jetzt in einem Irrsinnstempo geändert. Und das ist das, was wir jetzt gerade beobachten dürfen. Mit anderen Worten, wir sind mittendrin in dieser tektonischen Plattenverschiebung, das asiatische Jahrhundert, das chinesische Jahrhundert. Und man darf den Blick vor lauter Wellengekräusel nicht vergessen, dass diese Entwicklung weitergeht. Weil das ist ein anderer Punkt, der mich immer so ein bisschen stört. Man hängt sich viel zu sehr an Kleinigkeiten auf. Evergrande, Immobilienblase und hier und da, ja, ist ja alles richtig oder da überwachen oder so. Aber das ist alles nur Wellengekräusel. Es geht um die tektonische Plattenverschiebung. Und das ist einfach ganz eindeutig, dass sich das globale Epizentrum wirtschaftlich, kulturell, militärisch und so weiter zurück nach Asien und zurück nach China entwickelt. Ob das jetzt reibungslos und friedlich abläuft, die Thukydides-Frage, das hängt ein bisschen auch von den Grillen des Schicksals ab. Also nehmen Sie Taiwan als Beispiel. Ich meine, wir sind alle Laien, aber wenn Sie so eine 7/24 No-Fly-Zone über Taiwan haben, wie auch über den Senkaku-Inseln in Japan, ist, glaube ich, die Gefahr eines Unfalls trotzdem ziemlich groß. Ich meine, diese Flugzeuge sind ja zum Teil nur 2-3 Meter voneinander entfernt. Da braucht nur irgendwie eine fehlgeleitete, technische Detailfrage aus dem Ruder laufen, von terroristischen Anschlägen mal ganz zu schweigen. Ich habe ja auch politische Thriller geschrieben, also nicht nur Sachbücher. Ich habe einen geschrieben, der heißt Japan Incorporated, 2011 geschrieben. Da lasse ich eine Gruppe von nationalistischen japanischen Marineoffizieren ein U-Boot kapern, die in die Straße von Taiwan feiern und eine Rakete auf das Festland China abschießen, um den Bündnisfall auszulösen zwischen Japan und USA. Das sind also nach wie vor absolut relevante und zeitgemäße Szenarien, die man auch so ein bisschen im Hinterkopf haben sollte. Und deswegen möchte ich eigentlich nur dafür plädieren, dass wir uns China auf Augenhöhe nähern. Es gibt also keinen Grund, sich klein zu machen oder klein zu fühlen. Es gibt aber erst recht keinen Grund, sich zu überhöhen und mit moralinsaurem erhobenem Zeigefinger die Chinesen zu belehren. Denn viel von dem, was wir an China gerade kritisieren, ist eigentlich nur das, was wir vorgelebt haben. Bis hin zu der Tatsache, wenn irgendwelche Flugzeugträgerverbände da im Mittelmeer oder im Pazifik rumfahren. Das ist die Kanonenbootpolitik der Briten und der Amerikaner. Also es gibt eigentlich zu fast allen unangenehmen Verhaltensweisen der Chinesen ein westliches Vorbild, das muss man so sagen. Aber was die Sache jetzt historisch so einzigartig spannend macht, ist, und das könnte wirklich eine Chance sein für eine wirkliche Schnittmenge von Ost und West, ist eben die Kombination von jahrtausendealten kulturell tradierten Werten in China,
kombiniert mit modernsten technologischen Möglichkeiten. Und wenn Sie mal schauen, die Chinesen haben einfach viermal so viele Daten wie die USA. Wir wissen ja alle, Daten sind das neue Gold. Gut, aber es gibt halt nur 300 Millionen Amerikaner, aber es gibt 1,4 Milliarden Chinesen. Und wenn Sie dann noch Quantensprünge in der Hardware durch Quantencomputer zum Beispiel dazu kippen und noch ein bisschen künstliche Intelligenz, da bin ich zu wenig Techniker, um jetzt vorherzusagen, was da in 5 Jahren dabei rauskommt, aber es wird bestimmt lustig und interessant sein. Und deswegen möchte ich jetzt, glaube ich, auch zum Punkt kommen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Noch ein chinesisches Bild zum Abschied oder zum Abschluss dieses ersten Kapitels. Dieser Wind des Wandels, der ja jetzt wirklich sehr, sehr stark ins Gesicht bläst, ganz unverkennbar ist, der führt natürlich dazu, dass die meisten Leute irgendwelche hohen Zäune oder gar Mauern bauen, die immer höher werden, aber alle umgedrückt werden. Bloß die schlauen Chinesen bauen natürlich Windräder, um davon zu profitieren. Das war jetzt sowohl wörtlich als auch übertragen gemeint. Und deswegen freue ich mich auf die Diskussion. Danke.